28.000 Abonnenten. Wow. Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich bin fassungslos. Der ein oder andere dachte schon, sind sie jetzt abgehoben und machen kein Abo-Special mehr, weil wir haben ja jetzt schon, ich glaube, zwei Wochen die 28.000. Ja. Nein, es hat damit zu tun, wie ihr mitkriegt. Wir haben momentan ja sehr viele Termine, sind sehr viel durch Deutschland gereist, haben ja den Mian, den Milo und wir waren die letzten Samstage einfach immer irgendwie verhindert, haben gesagt, Mensch, Mensch, Mensch. Und dann haben wir gesagt, ey, heute, jetzt gerade. Genau, heute, wie viel wir, ist heute? 28., 29., 30. Nein, soweit ist es noch gar nicht. 27. vielleicht. Irgendwie sowas, ihr wisst besser, ihr könnt seine Kommentare schreiben. Das ist, wenn man Vanlife lebt und nicht mehr dieses, man geht zur Arbeit jeden Tag, da wusste ich das genaue Datum. Jetzt ist so dieses, welcher Tag, ja, welches Datum. Wie auch immer, das Video ist gerade brandheiß und. Genau, also wir sind wohnungslos gerade eben. Es ist doch noch einiges zu machen am Fahrzeug, das ja, müssen wir gestehen. Und Termine sind doch noch da, so leicht kommen wir nicht in den Süden. Aber so schlimm ist es aber nicht mehr, nein, nein. Aber dadurch hatten wir jetzt einfach, weil wir die letzten zwei Samstage verhindert waren, hatten wir nicht die Möglichkeit oder hatten wir schon, aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es ganz in Ruhe und haben gesagt, wir machen es jetzt. Wir sind nämlich gerade wieder auf dem Sprung und ja. Wie immer, ne? Also genau, es gibt so viel noch zu tun. Also mal eben los auf Reise ist sowieso immer sehr schwer. Das kann ich schon mal spoilern. Das Wetter, wie ist es bei euch? Hier ist es grau. Es ist Gott sei Dank gerade trocken. Aber ja, wir haben das starke Verlangen nach den Süden. Wir wollen ins Warme. Deswegen machen wir uns auf die Socken. Wir sind stark gerade in den Vorbereitungen. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Samstag. Samstag? Fußball, schön Fußball gucken an die Leute, die Fußball gucken. Ich glaube, der BVB spielt heute oder der FCB oder was ihr auch immer seid. Auf jeden Fall möchte ich nochmal an jeden Einzelnen Danke sagen von unseren Zuschauern. Ich möchte mich an die Kinderzuschauer auch ganz herzlich bedanken. Hallo an dieser Stelle an alle Kinderzuschauer, die wir haben. Da haben wir nämlich auch einige. Wir haben auch viele junge Zuschauer, so in unserem Alter. Auch hallo an dieser Stelle und Dankeschön. Ja, und falls du noch kein Abo gelassen hast, falls du Schwarzgucker bist, wir würden uns tierisch freuen, wenn du einfach ein Abo da lässt. Das kostet nämlich nichts und das ist so ein bisschen so ja die Wertschätzung vielleicht für uns. Man freut sich dann ja auch, wenn man sieht, okay, komm, es ist viel Arbeit, das machen wir sehr gerne. Aber man freut sich natürlich auch, wenn es Früchte trägt, sagen wir so. Und wenn man dann sieht, ach, guck mal, man wächst und die Community und es sind alle so nette Menschen. Wir haben ja viele von euch auch auf der Caravansalon in Düsseldorf kennengelernt. Auch hier und da lernen wir immer wieder nette Zuschauer kennen. Und von daher, ja, wenn du uns auch mal kennenlernen möchtest und Zuschauer bist, dann kannst du uns gerne ansprechen. Genau, also langsam sind wir ganz schön käsebleich. Ich auf jeden Fall. Zugenommen, bleich. Es muss weitergehen. Also, aber stinken tust du nicht. Du warst heute duschen. Ich habe mal Zähne sogar geputzt. Ja, genau. Also ja, wir verwahrlosen nicht. Nein, nicht ganz. Ja, genau. Auf jeden Fall einen wunderschönen Samstag noch und schaltet doch morgen wieder ein. Um 18 Uhr, wenn es heißt Ill und Mops. Genau, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, von sonntags bis donnerstags um 18 Uhr kommt immer ein Video von uns. Kommende Woche passiert wieder einiges mit dem Fahrzeug. Ich darf noch nichts sagen, aber wirklich super Sachen. Da werdet ihr Augen machen und wir haben Augen gemacht. Auf Instagram sind wir übrigens Facebook auch. Facebook auch, genau. Und teilen. Am besten immer teilen. WhatsApp teilen, weiterschicken. Zieh es in die Länge oder was? Wie auch immer. Nö. Also, Werbung für uns ist immer gut. Werbung für uns ist gut. Bis dann, alles klar. Tschüss.